So, dann wechseln wir doch mal das Deck. Gehen gegen die bewaffneten Drachen mit einem Despia-Deck. Das ist jetzt nur so ein Showcase von verschiedenen Decks, die ich noch habe. Oh. Markierten Öffnung, muss weg. Schmeiß die Tragödie weg. Hol dir ein Aluba. Also Special ihn. Aktiviere Aluba. Warte mal, was macht die? Ja, sehr schön. Das machen wir. Ketten Aluba an. Das heißt, wir nehmen uns. Na, das wäre zu viel jetzt. Nehmen uns. Rot markiert haben wir schon. Das heißt, wir nehmen uns das Despia-Theater auf die Hand. Jetzt nehmen wir uns den Kollegen hier auf die Hand. Aktivieren. Gut, also eigentlich hätten wir es anketten können. Rot markiert. Holen Tragödie. Machen eine Fusion. Machen Maskerade. Mit den beiden. So dass Dramaturg zurückkommt. Ihr versteht jetzt nichts, ich weiß. Aber das ist so gewollt. Aktivieren Theater. Machen Maskerade. Nein. Setzen, geben ab. Maskerade bewirkt, dass jetzt jeder Effekt, den der Gegner aktiviert, ihn 600 Lebenspunkte kostet. Das jetzt gerne mal 2. 600, 600. Der aktiviert jetzt hier Lebensversicherung, ne? Maskerade. Jetzt muss er dreimal bezahlen. Holen ihn wieder zurück. Das kostet dich jetzt einmal 1800 Punkte, nur um diese Karte zu aktivieren. Das kostet ihn 1800 Punkte, nur um alle meine Monster zu vernichten. Ich benutze markierte Öffnung, dass die stehen bleiben. Das kostet ihn nochmal 1800 Punkte. Ach, Despia ist so toll. Mach nur. Ist vollkommen okay. Der nächste Effekt, den du aktivierst, tötet dich. Oder wir machen es ganz easy. Wer braucht schon Effekte, wenn er den Quiriatis hat? Oder Quiritis? Setzen alles auf 0. Attacke. Ciao. Despia, meine Damen und Herren. Ja, und jetzt setzt da mal noch so einen rotäugigen Leuchtfeuer-Metalldrachen nebendran, der auch nochmal 500 Punkte verlangt. Ja. Damit kannst du so viel Burn-Damage machen, Alter. Zwei Effekte aktiviert, zack, du bist 3000, du bist auf Hälfte runter. So, jetzt zeige ich euch Mayakashi. Spannendes Deck. Ein Synchro-Deck. Mayakashi ist ein Zombie-Synchro-Deck, das übrigens sehr, sehr hübsche Karten hat, unter anderem, wie ich finde. Basiert so ein bisschen auf Yokai-Sachen von Japan, also, ne? Oh, wow, damit kann man tatsächlich wenig anfangen.
Regeln wir das mal so. Ja, oh nein, nicht wieder die. Oh nein, nicht wieder die. Ah. Und Mayakashi können was Besonderes. Dazu kommen wir dann gleich. Sehr schön. Holen wir ihn. Machen, warte. Nö. Dev. Ah, okay. Jetzt schicken wir sie auf den Friedhof. Das ist die Keycard. Ducky ist eine der Keykarten. Denn wenn wir jetzt eine Synchro machen, und wir können eine 5er Synchro machen, wir können aber auch eine 3er Synchro machen. Lass eine 5er machen. Kommt Tsuchigomo. Jetzt kann sich Ducky aus dem Friedhof aktivieren. Sie kommt. Sie macht eine Synchro. Und sie macht eine 3er. Und das Schöne ist, Ducky kommt wieder, macht eine Synchro. Man kann aber jedes Mayakashi-Monster nur einmal kontrollieren. Das ist wichtig. Ja? Das heißt, ich kann erst jetzt wieder die Synchro, die 5er-Synchro machen. Holen Ducky zurück. Machen wieder Tsuchigomo. Holen Ducky zurück. Die kommt immer wieder. Die recycelt sich immer wieder. Deswegen ist sie die Keycard. Ja? Und sie kann immer aufsteigend was machen. Machen die 9er. Zu Yoko. Holen Ducky. Machen eine 11er. Holen Ducky. Machen eine 7er. Holen Ducky. Machen eine 9er. Wieder zu Yoko. Ich liebe dieses Deck, by the way. Es ist zum einen sehr hübsch, aber es ist auch ein geiles, ist einfach geil. Holen Ducky. Und könnten jetzt auf Yuki Onna 2er Link gehen. Weiß aber nicht, ob wir das machen sollten. Jetzt greifen wir erstmal an. Schauen mal. Ich habe einen Zylinder, um Ducky zu schützen. Könnten also damit dann auch eine Yuki Onna machen. Ich annulliere Cyberdrachenmark, indem ich Ash Blossom abwerfe. Ash Blossom passt auch super rein, weil sie ist Empfänger und Zombie. Alles klar, wir ketten einfach mal wild irgendwas an. Alles klar. Jetzt aktivieren wir einen optionalen Effekt, nämlich von Yoko. Aktivieren den von Tengu. Jetzt müssen wir ein Zombie-Monster verbannen. Und dann können die nämlich absteigend wieder geholt werden, tatsächlich. Das ist ziemlich cool. Oh, ups. Den hätte ich nicht verbannen sollen, aber das ist egal. Okay. Ja, mach doch. Ups. Doof, dass er angekettet hat, nicht wahr? So. Oh, guck mal, noch eine Ducky. Können wir jetzt aber nur setzen. Sind wir hier? Verbann den mal. Beziehungsweise aktiviere ihn. Hajun ist die andere Keycard. Weil er kann mir beispielsweise, wenn ich ihn besitze
Wenn ich Normal oder Special ihn, kann ich Ducky vom Deck specialen. Und kann direkt eine Dreier-Synchro machen. Was dann Ducky wieder recycelt. Das heißt, er und Ducky sind ultra. Das sind die Keykarten. Ja. Schmeiß mal ihn noch dahin. Mach doch erstmal eine Elfer. Mach eine Neuner, indem wir Ducky zurückholen. Holen Yoko wieder. Oh, nee, können wir gar nicht mehr. Wir haben keinen Yoko mehr. Also, ist egal. Dann würde ich fast sagen. Sätze. Mach die normale Yuki Honor. Mit den beiden. Hol Ducky zurück. Und Game. Das sind Mayakashi. Und als letztes... Ich habe euch Despia gezeigt, ich habe euch Mayakashi gezeigt. Die DDs kennt ihr, Phantomen kennt ihr jetzt. Die Utopias habe ich euch das letzte Mal schon gezeigt, genauso wie die Lunas und Drachenritter. Da würde ich fast sagen, Schwertseele. Auch ein Meta-Deck. Zeigen wir euch das noch. Und dann war es das auch. Schwertseele sind alles Wirmmonster, weswegen die Tendi-Geister da ganz gut dazu passen. Die können immer Sachen machen, wenn entweder ein Nicht-Effekt-Monster auf dem Spielfeld liegt oder ich keine Monster kontrolliere. Aktivieren sie, setzen die zwei, um Schaden zu machen. Holen Ecclesia, aktivieren Ecclesias Effekt, holen Moyer, eine der Keykarten, genauso mit Taya. Die beschwören immer Empfänger-Spielmarken, machen einen Dracho-Berserker, der Tenji. Immer wenn Monster-Effekt aktiviert wird, kann ich das Monster, das seinen Effekt benutzt, verbannen. Okay. Tenji-Geist Atara. Haben wir eine 5er? Ne, wir haben eine 9er. Hm. Wir könnten Shao Feng machen. Mit ihr. Hm. Das geht also auch. Wir Monster verbannen. Um eine dieser Spielmarken zu holen. Machen. Aktivieren den Effekt. Da wir ein Nicht-Effekt-Monster kontrollieren mit dieser Spielmarke, können wir die verbannen und ein Monster, das verbannt ist, zurückholen. Machen jetzt noch eine Achter. Machen Chiao oder Chishao oder was auch immer. Aktivieren den Effekt, ziehen eine Karte. Was macht er? Hinzufügen oder verbannen, alles klar. Weiß ich ganz genau, was wir machen. Holen ihn. Jawohl. Ziehen eine Karte. Specialen ihn. Wie Schuna braucht man im Friedhof.
Ja, möchte ich. Machen eine 10er. Könnten jetzt Blumenbaronen machen für den Negate, aber wir machen einfach mal Schwertseelen Oberherrscher. Der bekommt nämlich Punkte, immer wenn was verbannt wird. Dann schicken wir einmal 1200 Burn Damage. Könnten jetzt auch auf Tengi-Geister Hasrara gehen, aber ich würde fast sagen, wir gehen für Game. Okay. Dann gehen wir doch noch nicht ganz für Game. Dann zieh deine letzte jämmerliche Karte. Ich denke, mein Groover erhält keine jämmerlichen Karten. Verbann den mal. Nö. Dann aktiviert sich sein Effekt. Die wird verbannt und die wird verbannt. Und für jedes verbannte Monster bekommt er halt Punkte. Oder für jede verbannte Karte. Deswegen sind die beiden in Kombination halt äußerst gut. Und dann sind die halt auch noch dasselbe, derselbe Typus. Verbann Moyer. Oh, das hätte ich machen können. Egal. Hol ihn. Die wird ins Deck zurückgemischt. Da schicken wir doch einmal auf den Friedhof. So. Aber alles andere ist ja jetzt eigentlich auch egal. Das ist Schwertseele. Also, Kernmechanik. Dracho, also irgendjemand aktiviert den Effekt. Dracho Berserker verbannt. Aktivieren den anderen Effekt, um nochmal zwei Karten zu verbannen. Der Gegner verliert immer 100 Punkte für jede verbannte Karte. Du bekommst die dazu. Ja, und dann hast du am besten noch eine Baroness auf dem Feld, die halt für die Negate sorgt. Super starkes Deck, ist in der Meta stark vertreten. Jetzt machen wir Packs auf. Würde ich sagen. Und dann habe ich erstmal wieder Yu-Gi-Oh! Content. Shop. Bonus. Wie viel haben wir? Ah. Wir überspringen. Shiranui Shogun-Saga, alles klar. Ey, geil, Wirbelsturm-Inferno. Nice. Können wir uns richtig ekelhaftes Burn-Deck bauen. Burn, Baby, Burn. Dann die 10 nächsten. Wenn ein UR dabei ist, dann machen wir die einzeln auf. Das Recht der Normalen. Kannst diese Karte nur aktivieren, wenn sich 5 offene normale Monster der Stufe 2 und niedriger auf deiner Spielfeldzeit befinden. Okay. Schattenimpuls. Ey, egal, DD Rekruten. Aber brauche ich nicht. Da sind keine guten Karten drin, ne? DD Stolzoger. Immerhin. Oh, geil. Geiersäbel der Blitzschatten. Den habe ich aber schon. Greifer, Beschwörungsbrecher. Geil, ein Turtle Tiger. Seele der Reihen. Zauberfreie Zone. Künstlerkumpel. Ja, easy. Und die letzten Geisterflammen. Gokipole, nice. Kiryu, gelöschtes Gedächtnis. Chinhüter des Windes. Nichts Spannendes. Ultimativ Spaceball-Kind, alles klar. So, das war doch mal etwas Tolles. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte ihn auf jeden Fall nicht. Scheißhelden. Seid doch das nächste Mal wieder dabei bei irgendeinem Yu-Gi-Oh! Content oder was anderem. Würde mich freuen. Macht's gut. Tüdelü.